Hallo! Guten Morgen! Heute starten wir rein! Und ha! Ciao! Und zwar sind wir hier unterwegs. Wo geht's hin, Lizzie? Ich hab vergessen. Das ist sehr gut! Der Fahrer ist völlig außer Sicht. Heute geht's mal schön nach Krelingen. Das ist, glaube ich, nördlich von Hannover. Ich glaube schon 4,5. Erstmal Herrn Kuller abholen. Oh ja. Ganz klar. Dann geht's los heute Abend im Festival. Nächste Woche Schultour, dann noch ein Festival zum Abschluss und dann sind wir wieder hier auf der Heimfahrt. Der Chef gibt Gas und wir sind auf Tempo. Geht los. Mittlerweile alle on board. Jakob ist auch on board jetzt. Jakob, wie ist die Stimmung? Beruhig dich. Wir haben uns jetzt zugedeckt, ne, ganz klar. Da geht's dann jetzt. Hop. Hier schön von der Playa. Spaß. Ne? Ist nur hier vom Balkon. So wir schauen krass. Uns mal hier unser Zimmer an. Schön, ist so gemütlich. Hier, wir leben aus dem Koffer, ganz klar. Gelände und so weiter. Ist schon sehr, sehr nice. Entspannt. Boah, wir freuen uns mega. Die werdet ihr dann sehen. Wir machen dann Soundcheck in einer Stunde. Vorher noch ein bisschen Basketball vielleicht. Ein, zwei Würfe hochlassen. Super nette Leute hier. Ja. Sehr, sehr geil. Auf der Bühne, habt ihr bestimmt schon gesehen. Jetzt noch ein Rave und dann ein bisschen entspannt in die Nachmittag rausbringen lassen. Tippitoppi. In die Mittagspause. Wie ihr hier seht, we say Orgi, Orgi, Orgi. So, und jetzt geht's wieder hinter zu den Jungs und Mädels. Junge, was tun wir hier? We say Orgi, Orgi, Orgi. Jo, wir fahren immer noch auf den Gestell hier. Wir fahren in die Nacht hinein. Jakob? We say Orgi, Orgi, Orgi. Vorsicht, Jakob. Oh, weh. Hier hinten ist auch Fußballspiel. Auf den Stellingen, Pölle Siegen. Vorsicht, mit Vorsicht genießen hier das Ganze. If it's Tokyo, yo. If you see it, that you mean it, then you know you have to go. Fast and furious! Dim, fast and furious! Dim. Oh, hier ist ein Gabelbinder.
Und hopp, wir melden uns mal wieder. Gerade aufgestanden, Koffer gepackt. Heute geht's weiter, heute geht's in Richtung Köln, Wermelskirchen. Da werden wir jetzt die nächste Woche noch sein. War eine geile Zeit hier in Grelingen. Wir hatten auch auf jeden Fall noch gut Spaß. Und dann geht's morgen weiter in den Schulen. Heute entspannt und dann sehen wir uns morgen wieder. Spätestens. Take this, that's the sound before my head explodes. Quick time, it's time to go. Und hopp, genau. Angekommen hier in Wermelskirchen. Genau, wir haben jetzt hier kurz uns mal die Location angeguckt. Ja. Jakob, erläutern Sie. Es ist ein Schafstall. Es ist normalerweise stehen die Traktoren drin. Richtig. Jakob, erläutern Sie. Danke natürlich erstmal, dass Sie mir die Chance geben, hier zu reden. Jawohl. Erläutern Sie bitte das weitere. Genau, wir haben ein bisschen angeguckt. Ganz nette Leute, ist wunderbar. Wir sind auch super untergebracht. Mhm. Schauen wir mal, heute jetzt erstmal noch ein bisschen ausruhen. Der Jakob wird noch nach Leverkusen. Ich will zur Xabi Alonso Allee und werde sie überkleben mit der Thomas Tuchel Allee. Und top, da sind wir wieder. Frisch ausgeschlafen. Ach. Jetzt heute, erster Tag an der Schule. Lissi ist ja auch dabei. Jakob, erläutere ganz kurz, was wir heute machen. Danke, Matthias, für die Wortübergabe. Jawohl. Heute gehen wir an eine wunderbare Schule, eine Förderschule. Erklär mir mehr, Bär. Da machen wir nämlich ein bisschen Mucke. Der erklär mir mehr, Bär. Jawohl. Und ja, wir freuen uns sehr. Wir haben Bock. Wir schauen mal, was da so wird. Buttern wir rein. So, war gerade ein Konzert. Da wird noch ein bisschen gespielt. Haben wir Jack Stay Free, Matthias und Lorenzo. Und wir stehen hier. Let's go. Der Mercedes GLS ist ein wunderbares Auto. I'm under the water, please help me. Und zwar sind wir jetzt hier im Jugendtreff Juka. Ja, ja. Schauen wir mal, was wird. Was? Hier die schöne Franz-Cola. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich nicht. La Buddha, La Buddha. Hallo. Hallo, Jakob, was ist heute los? Bayern München Basketball und Würzburg. Strong. Und ich bin mal gespannt, ob die Niners sich gegen Alba Berlin durchsetzen können. Muss man sagen, heute wieder, nächste Schule. War sehr gut, oder, Lizzie? Die Stunden war richtig krass. Cool. Oh, ja. Oh, Mensch. Vorne, schön. Wunderbar. Oh, weh. Was ist hier? Es kann nicht wahr sein. Übelst leckeres Essen, aber. Was gab's, Lizzie? Chili con carne. Ja, okay. Bei mir hier ist vom Basketball noch was auf dem Hoodie. Ja, ist ein bisschen gefährlich. Oh, weh, ja auch. Erklär mir wer, wer. An meine lieben Veganer und Vegetarier. Feier euch. Aber das Fleisch ist schockend. Halt das jetzt ganz normal ganz fest. Okay, wir schauen. Nee, das liegt daran, ich habe noch nie mehr so eine Decke so rumgemacht. Aber ich dachte mir, vielleicht ist das so wärmer. Arme Salve, Julius Caesar. Du musst das Side angucken. Guck, ein bisschen ja. Hier, ja, schön. Ja, sehr gut. Ja, und da habe ich jetzt tatsächlich mich gefragt und das können Sie sehr gerne nochmal erläutern. Absolut. Ja. Erstmal voll coole Frage, fühle ich. Aber für mich doch nochmal eine Frage. Wo kommt da jetzt der rote Faden her? Wieso die Frage jetzt? Ich erläutere Ihnen das sehr gerne. Vielen Dank für diese Wortübergabe. War das letzte Woche? Jakob erläutert Sie gerne. Letzte Woche war die Woche vor dieser. Erläutert. Und da hat meine Mutter tatsächlich mir das nochmal auf das Butterbrot geschmiert. Erläutern Sie? Ey, finde ich voll cool, dass du mit der Mutti so unterwegs bist. Und da ist nochmal die Frage nach dem roten Faden in der Tanzgeschichte. Nee, es gab eine Tanzschule. Oder die gibt es auch immer noch. Erläutern Sie weiter? Mit der Emma Ling. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Und ich würde sagen, zu späterem Zeitpunkt noch erklär mir mehr, wer. Nee, fühle ich voll, dass du das nochmal. Das kann doch nicht sein. Und hopp. Jawohl. Wir müssen uns ein bisschen entschuldigen für die letzten Tage. Es kam wirklich so random Szenen. Zum Glück ist diese jetzt besser. Richtig, zum Glück ist diese überhaupt nicht random und viel, viel besser. Ja, wir wollten einfach euch kurz ein Update geben. Wir waren heute an der letzten Schule. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Mit den Schülern in den Klassen. Allgemein die letzten 3 Tage, ich würde sagen, war sehr, sehr cool. Morgen dann großes Festival hier in das Youth Night Festival. Mal schauen, wie das so wird. Morgen auch nochmal direkt nochmal Live-Podcast. Den werdet ihr wahrscheinlich erst nach dieser Vlog-Episode sehen. Deswegen könnt ihr da auf jeden Fall gespannt sein. Schaut auf jeden Fall rein, dass ihr nicht verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns.
here we have Matthias, basketball pro. About to do a short shot. Oh! Oh! Und hopp, 20 After Eight von Jakob am Morgen. Und jetzt geht's tatsächlich, Jakob, wo willst du hin? Das After Eight-Werk. So, und hopp, jetzt hier von der Bayarena. Bayarena, deutscher Meister 2024. Da hat sich der Jakob nochmal gewünscht. Da sind wir jetzt hier nochmal. Also, gediegen, sag ich mal. Ist schon irgendwie cool. Aber ich muss sagen, Mailand, das Stadion, das war eine Macht, ne? Ja, das war heftig. Alles, ne? Unser Chef bringt uns tatsächlich überall hin. Jetzt hier, tatsächlich in der Bayarena, ist das zu fassen. Irgendwelche Leute, die dafür bezahlt haben, auf Geld. Ein kurzes Statement zu dieser Aktion. Wunderbar. Der Mann ist so geil. Nee, ich habe nur den Mann gefragt, ob wir hier mal rennen können, mal Foto machen. Hat er gesagt, könnt ihr machen, kein Problem. Ne? Wir melden uns hier mal von der Rückfahrt. Ja. Wir waren hier noch bei einem guten McDo's Kaffee. Der ist tatsächlich heißer als die Polizei erlaubt. So 2-3 Stunden tatsächlich haben wir noch auf der Uhr. Und dann ist auch hiermit dieses Kapitel beendet für heute. Und hopp! Und hopp! Alle trinken, alle tanzen! I'm cool like that, cool like that, cool like that. Yeah, I'm cool like that, cool like that, cool like that.